So, da sind wir. Wir starten rein. Wir haben jetzt vier Rennen vor uns. Das heißt, wir sind jetzt in der dritten Folge. Wir werden tatsächlich, ich weiß nicht, wo ich hier sehen kann, wie das Wetter wird. Deswegen kann ich das nicht so wirklich sagen. Aber wir werden das Rennen in Barcelona. Oh. Muss mal gucken. Erwartete Strategien. Ja, wir werden das Rennen in Barcelona spielen. Und das heißt, das Rennen in Kanada wird nicht gespielt. Was wir derzeit haben, ist Autoteilentwicklung. Wir haben ein Design vom Seitenkasten. Und danach sind derzeit nur noch Forschungen unterwegs. Ja, unsere Fabrik wird noch ausgebaut. Die ist wichtig. Die ist dann hoffentlich bald fertig in 26 Tagen. Ansonsten werden wir jetzt hier mal noch den Hubschrauberlandeplatz upgraden. Wir werden mal noch die Tourzentrale upgraden. Das kostet alles nicht so viel Geld. Und wir sind ja bei 19 Millionen. Ich will nicht unter 5 Millionen kommen, aber ich will schon. Und das Besucherzentrum kostet 1,8 Millionen. Okay. Dann bauen wir doch lieber den Trophäenraum. Genau. Das boostet natürlich auch die Mentalität der Fahrer. Und so, da sind wir im Kanada-Rennen angekommen. Wir sind tatsächlich 9. und 10. geworden im Qualifying, aber es liegt auch daran, dass wir Regen hatten. Also viel Chaos. Und mal sehen, wie es ausgegangen ist. Das wäre ein Rennen. Das ist ein krasses Rennen gewesen, denn Perez war letzter. Wir sind ganz klar nach hinten abgerutscht. Und zwar auf 15 und 16 ist gar nicht mal so schlecht. Muss ich sagen, wir sind vor den Haas gelandet. Lando Norris weit zurückgefallen, okay. Und ja, wir haben beide Alpine und beide Haas geschlagen. Und Bottas ist, denke ich mal, hoffentlich nicht allzu weit weg. Ansonsten, Konstrukteure, bleiben wir auf 9, das ist gut. Vielleicht schaffen wir es noch irgendwie Haas zu bekommen dieses Jahr, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist klar, Platz 9 in der Konstrukteurswertung zu erhalten. Und ich denke, das klappt. Und dann schauen wir mal. Also, jetzt machen wir die Tourzentrale mal weiter. So, die Fertigung ist abgeschlossen, das ist gut. Die Tourzentrale können wir nochmal upgraden. Es sind nur 100.000, das ist okay. Ansonsten Upgrade von Tourzentrale abgeschlossen. Aufhängung ist jetzt fertig. Gucken wir mal nach. Die haben wir ja schon eingebaut. Jetzt können wir mal gucken, chassismäßig. Es fehlt ein Chassis. Wie sieht denn die Fertigung aus eigentlich gerade? Also was ist denn gerade in der Fertigung drin? Da ist ein Heckflügel drin. Das heißt, uns fehlt ein Chassis. Machen wir mal zwei. Ja, das dauert lange. 10 Tage. Wann ist das nächste Rennen? 11 Tagen. Also bis zum Spanish Grand Prix ist das da. Das ist gut. Und die Heckflügel sind auch vorher fertig. Das heißt, wir können dann was Neues anfangen. Das ist auch okay. Aber mal noch die Autoteile wechseln. Wie gesagt, fürs Training baue ich gerne alte Autoteile ein. Einfach um Prozentpunkte der Leistung zu sparen. Beim Motor muss ich sagen, von Sargent ist es schwer, weil er ja einmal so einen heftigen Crash hatte, soweit ich weiß. Ja, das ist hart, aber ist schon in Ordnung. Und jetzt geht's rein ins Qualifying. Also mal schauen, wie es wird. Wir schauen erstmal hier rein. Es soll trocken bleiben und das heißt, wir können einen Run machen. Wir haben drei Softs. Ja, mal sehen. Maximal zwei werden wir einsetzen, denke ich. Aber wir haben kaum. Also der hier ist für Q3. Okay, interessant. Ja, dann schicken wir mal die Fahrer fein raus. Ready, check. Ist die mit der ersten Runde. Und der kommt auch perfekt raus, muss ich perfekt durch. Da ist niemand vor ihm. Bei Sargent müssen wir mal gucken. Der hat da vorne leider jemanden. Wir schauen mal auf die Rundenzeiten. 22,6. Mal sehen, wie es hier aussieht. Der kommt jetzt auf einen Williams zu. Der macht aber sehr gut Platz. 22,660. Etwas schneller als Vesti. Nur um Hundertstel Sekunden. Dann haben wir hier eine 29,5 und
29,2. Also Sargent schneller bis jetzt. 2 Sekunden hinter Verstappen leider. Sargent macht seine Runde zu Ende. Er sieht schneller aus. Und ist auch 6 Zehntel schneller. Also da ist noch einiges drin für Frederik Vesti. Und Vesti startet jetzt seine schnelle Runde. Und das auch noch hinter einem Kick sauber. Ah, das ist gar nicht gut. Der kämpft dort gegen den. Ey, nee. Jetzt zieht er da vorbei, weil er schneller ist. Albon verbessert sich vor Sargent. Es ist übrigens okay, wenn wir in Q1 rausfliegen. Ist jetzt nicht das Problem. 22,7 ist halt so scheiße. Weil Joe dann doch im Weg oder Bottas im Weg war, keine Ahnung. Ja, die 29,1 hilft jetzt nicht so viel. Und das reicht zu Platz 20, ja. Und Sargent ist tatsächlich weitergekommen, denn Bottas kann nur noch ja, O'Sullivan verdrängen und das klappt nicht. Also wir sind gut im Feld der hinteren Teams. Ist ein bisschen weit für Windschatten, aber auch nicht zu nah, um aufgehalten zu werden, falls... Ne? So, da sind wir schon mal ein bisschen schneller mit einer 22,3. Aber es fehlt halt eine anderthalb auf Albon und O'Sullivan ist auf 11 vorgefahren. Das ist viel. Dann haben wir eine 29,0. Das ist gut. Wir sind tatsächlich gut dabei, denn der Aston Martin ist nicht wirklich viel schneller, wie man sehen kann. Und wir schieben uns auf 11 mit Logan Sargent. Tatsächlich waren wir wirklich nicht viel langsamer als... Und wir sind 12. geworden. Das ist eine Spitzenleistung von Logan. Die Vorfreude steigt hier immer mehr. Die Anspannung der Fans auf den Tribünen ist geradezu greifbar. Definitiv. Und da ist George Russell bei der Rennvorbereitung. Startposition 8 ist ganz anständig. Sofern er seine Position halten kann, sind definitiv Punkte erreicht. Er startet mit Softs. Los geht's! Zeit für das Rennen! Eines der ältesten Rennen im F1-Kalender. Das stimmt. Das ist der große Preis von Spanien. Das Startsignal erlischt und los geht's! Los geht's. Wir schauen als erstes auf natürlich Sargent, der schon auf 11 vorgefahren ist. Vesti ist einen Platz nach hinten. Er fährt aber auch, er fährt mit den Softs. Er ist sogar letzter. Muss sich jetzt erstmal gegen Joe und gegen Ocon da hinten durchsetzen. Wir schauen auf Sargent, der ist schon auf 11 vorgefahren, konnte sich also... Boah! Tsunoda ist zwischen rein geschlüpft. Vesti ist wieder auf die 20 vor. Das ist gut. Und Sargent sieht man schon an, dass der mit den Harten nicht weit kommen wird am Anfang. Das ist logisch. Und dann werden wir jetzt hier eine Runde sparen bis Ende des Rennens. Und hier sieht man einfach, dass wir weit zurückliegen von der Pace her. Halten jetzt schon die Williams auf. Aber vielleicht können wir dadurch verhindern, dass die irgendwie in die Punkte kommen. Vesti überholt jetzt auch Magnussen. Das ist gut. Und wir können mal schauen, wie die Reifen aussehen. Also, ja, die Softs burnen ganz schön runter bei der Konkurrenz. So, dann werden wir mal neutral stellen. Ab jetzt. Und dann gucken wir mal, wie lange diese Softs halten. Beziehungsweise wir burnen die ja sowieso runter. Also um... mitzuhalten mit den Softs hinter uns. Vesti ist dran. Leicht, ja. Ist okay. Aber wir sind weit weg von Punkten. Also da muss vorne was passieren. Das stimmt. Wir schauen mal. Fahrer Championship sieht derzeit sehr gut für Sergio Perez aus, tatsächlich.
Magnussen ist schon mal weit hinten, das ist gut. Was fährt er da hinten? Der fährt auch ganz soft. Aber wir können unsere Reifen sparen und dranbleiben. Also Vesti hat gute Chancen, denke ich mal. Und wir sehen, dass auch Ricciardo vorbeigezogen ist, aber das ist vollkommen in Ordnung. Denn die RBs sind nicht unsere Konkurrenz in diesem Jahr, sondern die Williams, die Alpines und die Kicksaubers. Und anscheinend auch die Haas mittlerweile, aber da will ich mal jetzt noch nicht zu viel sagen. Wir schauen mal auf die Reifen. Ja, Albon fährt tatsächlich mit einem Medium und der... Wow, da gab es den Crash hinten. Oh, ich hoffe, Vesti hat nichts abgekriegt. Ist das jetzt hier... So, what's up? Das ist eine rote Flagge. Okay. Das ist eine rote Flagge, weil die stehen geblieben sind. Hier war nochmal der Unfall zwischen... Oh, da hat sich... Und Vesti hat sehr gut reagiert, muss ich sagen. Super. Minuten, bis es weitergeht. 13. und 18. sind wir. Wir könnten jetzt einen neuen Soft draufziehen, der jetzt noch eine Runde länger hält. Ist okay. Und hier haben wir keinen frischen. Ich würde hier einfach mit den harten weiterfahren. Keine Änderung machen. Würde ich jetzt doch sagen. Und was ich auf jeden Fall noch machen will, schon wieder mal eine rote Flagge, wieder mal. Es passiert echt viel zur Zeit. Okay. Was ich noch machen will, ist, dass wir uns hier Fokus aufs Tempo setzen und nicht unbedingt so. Ach so, natürlich einsetzen, klar. Und da wird Sargent direkt mal überholt von Albon. Aber er kommt zurück. Albon mit einem frischen Softset. Viele haben jetzt frische Softs aufgezogen. Da bin ich mal gespannt, wie das mit den Boxenstops weitergeht. Das ist hier sauer. Hoffentlich verliert Sargent nicht allzu viel. Stroll hat richtig viel verloren. Wir sind 13er geblieben. Vesti ist leider im Platz zurückgefallen. Das bringt mir gar nichts, einen Reifenwechsel gemacht zu haben, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, ist das eng da hinten. O'Sullivan und Gasly haben natürlich jetzt Probleme am Auto, wie man an dem Ausrufezeichen sehen kann. So, Vesti wieder auf 19 vor, ist okay. Wie gesagt, auf Dauer müssen wir mal gucken, dass wir hier mithalten. Und Sargent hält jetzt hier auch gut mit. Kann jetzt hier noch eine Runde ein bisschen pushen. Vielleicht, also hinten Hülkenberg oder O'Sullivan ist schon raus aus dem DRS. Gasly ist es. Okay. So, Vesti sollte dann Gasly irgendwann überholen. Das steht fest. Also das sollte möglich sein. Reifen dürfen wir nicht über die 140 kommen. Im Antrieb nicht über. Das sieht man nicht. Okay. Das ist okay. So, wir haben jetzt Strategie. Strategy. Strategie überarbeiten. Natürlich wollen wir jetzt hier. Wie war die Strategie jetzt vorher? Wir haben ja nicht gewechselt eigentlich. Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wir haben nicht mal gewechselt. Wir sind immer noch auf denselben Softs. Soft. Medium. Hard. Das ist halt einfach viel zu ungenau. Runde 19 war das. Dann Runde 32 und dann nochmal. Wie? Ich kann jetzt hier nicht nochmal ein Soft hinzufügen.
verarschen? Ich habe doch nicht den Reifen gewechselt. Ganz ehrlich. Ich guck jetzt mal. Wir haben noch einen frischen Soft für hinten. Das ist vollkommen okay. Haben wir den frischen Soft hier eingenommen? Bei Vesti? Nie im Leben. Wir haben nirgendwo haben wir gewechselt? Ich bin mir nicht sicher. Das ist auch egal erstmal. Wir können angreifen. Mit dem Reifen definitiv. Denn unser Ziel ist es. Ja, schon. Ein bisschen kürzer zu fahren mit dem harten. Aber wir sind derzeit nicht schnell genug, denn selbst Hülkenberg mit den 87% Harz läuft uns hier ran. Das ist mir nicht, das ist nicht zu begreifen hier, aber okay. Und Hülkenberg ist vorbei, wie gesagt, ist nicht unser Gegner. Es ist einfach nicht unser Gegner. Vesti ist auch schon unterwegs und O'Sullivan hat ja bekanntermaßen auch Probleme. Und der fällt auch aus und der ist raus. Also ich denke, dass wir hier auf 16, 17, das wäre schon super. Aber wir kämpfen hier tatsächlich auch noch gegen die Haas. Ist okay. Er will nicht vorbei. Hauptsache es gibt jetzt hier keinen Crash. Und Vesti ist mittlerweile auch dran. Ja, wir können den wirklich burnen hier. Den Reifen. Gehen wir ein bisschen runter jetzt, weil wie gesagt, wir werden ja hier nur überholt. Und selbst Vesti überholt, Sergeant. Also Vesti ist tatsächlich unser heißestes Eisen im Feuer. Es gibt eine gelbe Flagge wieder. Sektor 3. Oh, O'Sullivan dreht sich. Das interessiert mich nicht. Und wir überholen wieder Hülkenberg. Sehr gut. Vesti macht einen guten Eindruck. Der macht wirklich einen richtig guten Eindruck gerade. Er fährt sehr gut. Sergeant fährt meiner Meinung nach auch gut. Also Hülkenberg verliert jetzt an Pace. Russell verliert auch ganz schön. Der ist nur noch 13. Muss langsam mal an Albon vorbei. Und das sieht jetzt danach aus. Der verteidigt sich. Ja, kämpft durch. Ist okay. Während Vesti jetzt an Magnussen vorbeizieht. Sehr gut. Sargent ist, wie gesagt, dran an Hülkenberg. Jetzt können wir wirklich mal ein bisschen Burndown machen. Und das ist jetzt echt nicht mehr feierlich, wie viel Reifen wir noch übrig haben in dieser Strategie. Dann können wir tatsächlich den Medium auch ein bisschen mehr nutzen. Jetzt gehen wir endlich mal vorbei am Hülkenberg. Sehr gut. Und Magnussen verliert jetzt Zeit auf Vesti. Verliert er das DRS, wäre es richtig gut. Sargent ist mittlerweile vorbei, wieder an Hülkenberg. Und da ist das DRS weg. Ah, hat er noch. Gerade so. Also wirklich gerade so. Und Sargent mit seinen harten Reifen, wie gesagt. Der ist zwar gut unterwegs, aber der kann jetzt tatsächlich ein bisschen Gas geben, ja. Kann er machen. So, der Alpine greift jetzt an, genauso wie der Haas. Three wide, nein. Okay. Just keep your head in the game. Hülkenberg behind.
Ja. 4.5 behind. Ja. 4 Sekunden, 3,7. Jetzt gibt Hülkenberg aber mal richtig Gas hier. Ist ja krass. Gehen wir vorbei am Hülkenberg. Wir versuchen es und schaffen es. Ja. Das ist gut. Besti macht das gut. Wir können tatsächlich die Rennstrategie von Runde 16 ein bisschen nach hinten schieben. Ich würde sagen Runde 18 vielleicht. Mal schauen. Nächste Runde. Oder eben halt auch schon. Ja, nächste Runde. Machen wir nächste Runde. Nächste Runde auf Medium. Westi wiederum hat noch ein bisschen Zeit. Der holt da sogar auf die Linie hier. Das ist mega gut. Obwohl er mit dem Magnussen mithält. Also, ich muss sagen, wir machen das spitze. Wir machen das richtig gut. Muss es nächste Runde sein? Ich denke schon. Wir werden jetzt nochmal eine Runde einsetzen spielen. Besti ist wieder vorbei an Magnus, dann werden wir mal auf Aufladung spielen. So, wann soll Westi reinkommen? Nächste Runde, Runde 20. Dann sagen wir dem das auch. Nächste Runde auf Medium. Ja. Medium soll mit Orange gefahren werden. Hier Gelb. Okay. Okay, haben wir nochmal auf neutral gestellt, das ist gut. Sergeant ist jetzt drin als erster. So. Es ist schon auf gelb gestellt, das ist ja mega, das geht ja automatisch. Spitze. Wer ist die Attacke? Auf Magnussen? Nicht ganz. Magnussen überholt hier. Der will ja diese Runde reinkommen, ne? Aufladen gemacht habe, so eine Mist. Da fährt er jetzt rein, ne? Ja. Westi fährt jetzt rein. Der macht sogar den Motormodus automatisch, das ist krass. So. Ja, Box war okay. Jetzt will ich nochmal in die Strategie reingehen von Westi, weil, wie gesagt, ich brauche hier noch einen. Ich brauche hier noch einen. Ganz ehrlich, ich mache jetzt. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht noch einfach noch einen Stopp hinzufügen? Wieso nicht? Ich verstehe es nicht. Ich kann noch einen Soft hinzufügen. Wie lange würde der halten eigentlich? Wenn wir den jetzt Runde 50, geht das? Das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss den hier machen. Um dann den zu machen. Also ich muss Westi auf Mittel fahren lassen. Aber ich kann ihn nochmal einsetzen lassen. Um halt hier ein bisschen was rauszubekommen an Sekunden. Und den Undercut erfolgreich zu machen. Mal schauen. Vielleicht klappt's ja. Wer weiß. So, wir sind jetzt in Runde 30 und jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Mit dem Plan. Sieht gut aus. Wir können bei Westi. Ja, Westi
fair tatsächlich gegen Albon und gegen Hülkenberg, während Sargent halt gegen Ocon kämpft und 6 Sekunden dahinter ist. Also Vesti hat richtig gut, ist richtig gut im Rennen. Genau, jetzt kann ich ihm sagen, okay, nächste Runde. Komm rein für Medium. Let's go. So, Sargent ist jetzt drin. Mal sehen, wie der Boxenstopp ist. 2,7 ist gut. Kommt vor. Okay, wir sind schon überrundet, ist okay. So. Das heißt es mit den Reifen, so gut es geht. Stopp nächste Runde, ist richtig. Also Vesti fährt eh erstmal für sich. Kommt jetzt diese Runde rein, mal sehen. Kann auch nochmal einsetzen dadurch. Und unten in der Boxengasse, das geht aber langsam. Bei Ocon, das ist super. Das ist richtig gut. Und jetzt kommt Vesti rein. Albon ist noch nicht drin, aber der wird schwer zu knacken sein. Ich sag's mal so, wie es ist. So, 12 Sekunden auf Hülkenberg und Magnussen. Die scheinen das Long Game zu gehen. Mal gucken. 17, 18 zur Zeit. Ja, wir werden sehen. Kurz die Rundenzeit. 1:19,7. Bisschen langsamer als die Konkurrenz. Schneller als Albon. Ja, wirklich ein bisschen langsamer als die Konkurrenz. Muss mal die Tire Temperature ein bisschen nach oben bringen. Was krass ist. Und unser Benzinproblem hat sich in Luft aufgelöst. Jetzt kommt nochmal Sargent rein. Wir können hier jetzt angreifen. Ein bisschen Druck machen. Mal sehen. Ob wir da ein bisschen Rundenzeit dazu bekommen. Das Problem ist halt jetzt, dass wir überrunden. Was uns sehr viel Zeit kostet. Das betrifft natürlich dann auch später Albon, also die Autos kommen ja dann auch nochmal auf ihn zu. Wir können jetzt den Reifen richtig runterburnen hier. So, und nach der Runde sage ich, jo, noch eine Runde und dann rein. Also hier auf die Softs, nächste Runde. Und dann lassen wir mal Vesti fahren und gucken, ob er das schafft. Hier müssen wir noch die Reifentemperatur kommen. So auf 98, 97, genau. Vesti ist jetzt drin. Wird er von Sargent überholt? Ich denke schon. Wo ist er eigentlich? Sargent ist schon längst vorbei. 18. ist er jetzt. So, jetzt heißt es. Naja, Attacke, ne? Jetzt können wir mal ganz kurz in die Strategie reingehen. Hinter Vesti. Ja, das ist Tsunoda. Der fährt jetzt hier vorbei. Mal sehen, ob wir jetzt mit das ausnutzen können. Machen wir ein bisschen Aufladung. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber wir können gleich, ja, attackieren, denke ich. Und dann sind wir 14er, 15er. Das ist okay. Zweikampfhilfe mache ich mal aus.
Vesti attackiert jetzt Bottas, geht vorbei und hat jetzt nur noch Hülkenberg vor sich. Das ist sehr gut. 6 Runden noch. Das ist, denke ich, möglich. Dass wir Hülkenberg auch noch bekommen. Sobald wir vorbei sind, müssen wir unser ERS einsetzen. Und ein bisschen wegfahren. Ich denke, das ist machbar. Aber nicht, wenn Ricciardo, der hier vorne langsam macht, sehr langsam ist. Was geht hier ab? Das ist nicht Ricciardo, oder? Das ist Tsunoda. Tsunoda ist auch sehr langsam. Und Hülkenberg ist halt in diesem DRS-Fenster von ihm. Was ein Problem ist. Jetzt zieht er hier vorbei. Jetzt heißt es mal ein bisschen attackieren. Mal sehen, ob wir das können. Den machen. Und mal hier aus dem DS-Fenster rauskommen. Schaffen wir leider nicht. Das ist jetzt ein Riesenproblem, aber naja. Dadurch bleibt Hülkenberg halt auch die ganze Zeit dran. Ne, er ist aus dem DS-Fenster raus. Das ist super. Damit 14er, 15er, damit kann ich leben. In diesem Rennen. Der baut seine WM-Führung damit aus. Copy. Okay, mate, so overtake isn't available at the moment. 14 und 15. Sehr gutes Ergebnis für uns. Sehr, sehr gut. Top. Das freut mich. Heute war Sergio Perez. Also Perez ist richtig gut. Der ist jetzt sehr weit vorne in der Fahrer-WM. Und wir bleiben auf der 9. Das ist gut. Auch mit Williams könnte es, wäre uns egal. Wir müssen nur vor Sauber und vor Alpine bleiben. Ich denke, das ist möglich. Wollen wir mal gucken, wie weit wir nach vorne. Hoffentlich kommen wir nach vorne. Mal sehen. Im Sprint sind wir nach vorne gekommen. Mal sehen, wie es im Regen aussieht. Von Österreich. Ich hoffe, keine Schäden oder so. Unsere Fabrik läuft über. Und unter den der Ferrari gewinnt anscheinend. Nee, Perez gewinnt schon wieder. Was ist denn hier los? Das ist ja unglaublich. Alonso richtig gut. RB holt einen Punkt. Wir sind auf 13 gekommen mit Vesti. Und mit auf 18 mit Sargent. Das ist nicht schlecht. Das ist super. Wir wollen ja Mitchell vielleicht haben. Offen für Verhandlungen ist er. Warum nicht? Vertrag unterbreiten. Für Auto 1. Er ist der 87er, ja. Für Auto 1. 5 Saisons. Nächste Saison. Okay. $1,300,000. Angebotsfrist. Sieben Tage. Gucken wir mal, ob wir den bekommen. Und der andere war Ben Mitchell. Vertrag läuft aus. Auto 2. 5 Saisons. Nächste Saison. Brauchten. Gehen wir mal ein bisschen mehr. Gar nicht zu viel. 2 Millionen. Warum eigentlich zu viel? 1,1 Millionen will er nur. Dann machen wir das. Vertrag anbieten. Ist gar nicht so viel, was die wollen. So, und da sind wir beim Rennen. Wir sind 15. und 16. Also wir sind beide in Q2 gekommen. Mal sehen. Was wird. Ziel ist ja 18. Wir haben vor uns noch ein paar, die wir eventuell überholen können, tatsächlich. Die besser qualifiziert waren, wie zum Beispiel Joe.
Ein schwer. Aber ein schlechter Tag für Mercedes angeblich. Verstappen gewinnt diesmal vor Perez. Und Ricciardo holt wieder Punkte. Wir sind 14. und 15. geworden, genau da, wo wir sein wollen. Ey, das ist richtig stark. Wir kommen langsam in die Richtung der Punkte, muss ich sagen. Und das ist eine gute Entwicklung, aber wir machen ja jetzt auch gar keine Teile mehr, also gar keine Upgrades mehr. Wir könnten eventuell nochmal ein Upgrade reinballern, aber ich denke, wir sollten vorsichtig sein und lieber lieber aufpassen. Also Mark Slade kommt zu uns, das ist sehr gut. Und Mitchell oder Michel kommt auch zu uns. Abstimmung zum Reglement. Mehr. Da bin ich dafür. Hubschrauber Landeplatz. Okay. Und Hauptrennen. Antonelli, Martins, Behrmann. Schade. Alle F2-Ergebnisse ansehen. Gucken wir mal hier an Silverstone nach. Zack. Silverstone. Und da ist Crawford. Silverstone. Hä? Warum steht hier Monaco? Monte Carlo. Budapest. Hier steht Monaco einfach. Warum? Einfach komisch. Gut, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier durchfallen lassen? Ein Seitenkasten. Der müsste ja noch in der Fertigung sein. Genau. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben ein gutes Auto. Wir können gut mithalten. Wir wollen auf jeden Fall 9. werden in der Konstrukteursmeisterschaft. Das sind wir zurzeit. Ich sehe derzeit keinen Grund, dass Sauber oder Alpine uns noch hier überholt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es gegen, dann geht es in Budapest, Spa, Zandvoort und Monza weiter. Wir werden Spa spielen. Also wir werden Belgien spielen. Ungarn werden wir wieder simulieren. Zandvoort und Monza ebenfalls. Und dann kommen wir tatsächlich schon langsam Richtung Finale. Dann sind danach nur noch 2 Folgen. Und dann geht es schon in Richtung zweite Saison. Aber die Fahrer können auch nur so gut performen, wie wir auch die Einrichtungen verbessern, denn das pusht sie natürlich. Wir könnten zum Beispiel auch noch das Besucherzentrum später noch erhöhen, aber das machen wir jetzt mal noch nicht. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao.